So, hallo und herzlich willkommen im winterlichen, fast im Wald. Ne? Eine Grinde ist das eigentlich. Eine Grinde, kahler Kopf, kommt aus dem Schwäbischen, ist eine beweidete Hoffläche, die noch aus dem Mittelalter stammt. Und zum Erhalt dieser historischen Kulturlandschaft wird sie jetzt halt auch heute noch weiter bewaldet. Daher nicht so viel beweidet. Daher stehen hier nicht ganz so viele Bäume rum. Oh, krass, die Aussicht. Ihr müsst erstmal Aussicht gucken. Ich erzähle euch auch gleich was, aber jetzt gucken wir erstmal Aussicht. Tada! Wunderschön. Wirkt natürlich auf der Kamera wie immer nicht so super wie in echt. Und selbstverständlich ist so ein Sonnenuntergang sowieso live immer viel toller als wenn er gefilmt ist, ne? Aber ja, hier stehe ich nun, ich armer kalter Tor, insbesondere die Zehen werden langsam etwas kühl, und erzähle euch was sehr passend zum Zustand meiner Zehen zur Winterstarre und zur Winterruhe, denn wir machen den zweiten Teil von dem, was Tiere im Winter so treiben, also die Tiere, die nicht sowieso aktiv sind, ne? Das kommt dann als Schlusswort, quasi noch ein kleines Wort zu den durchaus aktiven Tieren des Winters, die gar nicht so sehr mit entsprechenden Einschränkungen zu kämpfen haben. Zunächst mal Winterstarre. Winterstarre ist quasi die krasse Winterruhe und tritt auf bei allen Tieren, die entweder die eben nicht in der Lage sind, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Wir und Vögel, also Säugetiere und Vögel, sind in der Lage, ihre Körpertemperatur ja anzupassen und sind isoliert, haben also entweder ein Fell oder Federn, was dazu führt, dass sie eben eine gleichbleibende Körpertemperatur dann auch haben können, wenn die Umgebungstemperatur viel kälter ist als sie selbst. Das ist wichtig, das ist die Grundlage, um sehr kalte Lebensräume überhaupt besiedeln zu können, weshalb wir eben in wirklich, wirklich kalten Regionen keine Amphibien, die das nicht können, oder Reptilien, die das nicht können, in größerer Menge finden werden. Es gibt so ein ganz paar Spezialisten, die noch recht gut mit Kälte zurechtkommen, aber irgendwann hört es dann auf. Insekten sind auch nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur oder Würmer und ähnliches Körpertemperatur entsprechend anzupassen und müssen sich auch was einfallen lassen, wie sie durch den Winter kommen können. Eine Möglichkeit ist eben, sich irgendwo verkriechen, wo es warm ist, in einem Überdauerungsstadium überstehen oder eben tatsächlich auch die Winterstarre. Winterstarre ist also geeignet für jedes Tier, das, wie man so schön sagt, wechselwarm ist, wo die Körpertemperatur sich der Umgebungstemperatur anpasst und eben variiert. Das sind in unseren Breiten größtenteils Reptilien und Amphibien und eben die Insekten. Das sind so die häufigen Vertreter. Noch primitivere, in Anführungszeichen, Organismen als die Arthropoden sind oft in der Lage, entweder auch eine Winterstarre durchzuführen, das ist bei den Arachniden so, und bei Würmern und ähnlichen Viech, das kriecht einfach tief genug in den Boden, dann wird es gar nicht so kalt und dann ist das auch relativ gut auszuhalten. Oder man überdauert im Eierstadium. Auch die Option gibt es für verschiedene eher Invertebrata, also wirbellose Tiere, dass sie einfach im Eistadium überdauern den Winter und einen Winter nie zu sehen bekommen, weil sie gar nicht ein Jahr alt werden. Ja, das geht also alles auch gut. Aber wie läuft jetzt so eine Winterstarre ab? Das wäre jetzt die wesentliche Frage. Zunächst mal, anders als beim Winterschlaf, wo ja gerätselt wird, inwiefern dieser induziert wird, also ausgelöst wird, ob es da irgendwelche Hormone im Spiel sind, ob Vitamin D eine Rolle spielt, die Tageslänge, ein überfressener Zustand, das einfach dann, wenn maximale Körpermasse zum Überstehen des Winters aufgebaut ist, der Winterschlaf automatisch aktiviert wird. Da gibt es eben viele verschiedene Theorien. Keiner weiß es so genau. Bei der Winterstarre ist es relativ simpel. Die wird nicht hormonell gesteuert. Da gibt es auch keinen Einfluss der Tageslänge oder sonst irgendwie. Die Tiere entscheiden sich auch nicht dafür, jetzt in Winterstarre zu gehen, bereiten sich nicht vor, jedenfalls nur minimal, indem sie sich irgendwo in eine bestimmte Position hocken oder vielleicht sich irgendwo eine Spalte, einen halbwegs Wind
geschützten Bereich, sowas in dieser Richtung suchen, aber mehr auch nicht. Sie bauen sich im Regelfall kein Nest und nichts zum Isolieren, sondern ihre Körpertemperatur nimmt mit der Umgebungstemperatur einfach ab und wenn es kalt wird, verfallen sie irgendwann in Starre. Warum? Naja, weil ab einer gewissen Körpertemperatur, wenn die niedrig genug ist, Bewegung schlicht und ergreifend nicht mehr möglich ist. Wie der Name schon sagt, die Tiere erstarren. Die sind dann zu überhaupt nichts mehr in der Lage, können auch nicht aufwachen. Und anders als ein Winterschläfer, der zumindest die Option hat, aufzuwachen, wenn auch langsam und nicht sofort, haben die diese Option überhaupt nicht. Solange es kalt ist, sind sie da, wo sie sitzen, hingebunden und können in keinster Weise auf sich ändernde Umweltbedingungen reagieren, außer durch Sterben. Ja, das wäre so die eine denkbare Reaktion, falls irgendwas schlimmer wird. Oder sie tauen sozusagen wieder auf, weil sich ihre Körpertemperatur wiederum der Umgebungstemperatur anpasst, nämlich dann, wenn es warm wird. Entsprechend ist es dann auch möglich, dass sie das, dass sie also auch vorzeitig aus der Winterstarre wieder auftauchen. Ich möchte noch schnell ein Beispiel für ein spezielles Insekt nennen. Ameisen werden da übrigens auch noch zu nennen, die eine Lösung gefunden haben, ohne eine Winterstarre trotzdem durch den Winter zu kommen. Und diese Lösung basiert im Wesentlichen auf Kooperation. Wir sind viele, dann haben wir mehr andere Möglichkeiten, als wenn wir nur einer oder zwei oder wenige entsprechend sind. Und im Fall von Bienen ist das ganz interessant, dass sie so einen Knäuel bilden. In der Mitte gibt es Bienen, die sehr viel Honig tanken dürfen, die auch mehr Honig bekommen als eben die anderen Bienen über den Winter, die dann nichts anderes tun, als Muskelzittern zu erzeugen. Denn die Verwendung von Muskulatur, auch wenn man ein wechselwarmes Tier ist, das keine Isolationsschicht hat und seine Körpertemperatur nicht wirklich regulieren kann, erzeugt das Verwenden von Muskulatur immer eine gewisse Wärme. Das ist Arbeit, da gibt es Abwärme und das wird genützt dadurch, dass dann eben im Inneren dieses Knäuels die Heizerbienen vor sich hin zittern, damit enorm, wirklich vergleichsweise erstaunlich viel, Honig ist ja auch super Energienahrung natürlich, Wärme erzeugen und sich alle anderen Bienen dann um das Knäuel der Heizerbienen drumherum ansammeln, um eben im warmen Bereich zu bleiben, der Bienen, die tatsächlich ihre Körpertemperatur damit hochtreiben. Und so übersteht das ganze Volk dann gegebenenfalls den Winter. Übrigens in der Mitte vom Knäuel hockt die Königin, damit auch der garantiert nicht kalt wird, weil sie halt eben das wichtigste Mitglied vom Bienenvolk ist. Das ist jetzt die laienhafte Erklärung eines Nicht-Imkers. Wer sich damit besser auskennt, ich bin um jeden Kommentar dankbar. Also das nur mal so als ein Beispiel eben für Insekten, die das anders gelöst haben. Wie schaut es denn bei amphibischen Tieren aus? Da wären zunächst mal bei uns zu Lande natürlich sämtliche Frösche und Kröten zu nennen, die wir so haben. Auch unsere Lurche, also die Schwanzlurche wohlgemerkt, Froschlurche. Sind jetzt mal nicht gemeint. Kröten und Frösche sind die Froschlurche, Molche und solche Sachen oder der Feuersalamander, das sind Schwanzlurche. So, weil die einen Schwanz haben ihr Leben lang. Frösche und Kröten hingegen nicht, nur aus Kaulquappe, ne? So. Jedenfalls, was machen die? Wenn es bei denen kalt wird, dann frieren die tatsächlich einfach ein, fallen in Starre und da gibt es jetzt verschiedene Modelle. Theoretisch könnten die am Grund von einem Teich überdauern und nehmen dann bei ihrem extrem reduzierten Stoffwechsel, der wirklich aufgrund auch der Temperatur auf ein absolutes Minimum runtergefahren ist, brauchen sie nur noch so wenig Sauerstoff und so wenig Nahrung, also müssen nur ganz, ganz, ganz wenig Kalorien verbrennen, damit einfach die Organe nicht völlig absterben. Und ihnen reicht dann an Sauerstoffversorgung. Oh, wir müssen nochmal Aussicht gucken. Ho, 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 ho. Das sieht wahnsinnig aus. Ja, ich zoome mal. Aber jedenfalls reicht denen dann zur Sauerstoffversorgung. Das sieht toll aus. Reicht ihnen das kleine bisschen
an Sauerstoff, was sie durch die Haut, das bisschen an Sauerstoff, was sie durch die Haut aufnehmen können. Selbst im Wasser funktioniert das, weil im Wasser ist auch ein gewisses Maß an Sauerstoff gelöst. Da sich im Frosch so wenig Sauerstoff befindet, ist es dann möglich, dass eben das bisschen an Sauerstoff, was sie benötigen, durch die Haut in den Frosch diffundiert oder in die Kröte und sie dann auf diesem Wege ihren Sauerstoff bekommen. Gleiches funktioniert bei landlebenden und landüberwinternden Froschen oder Kröten, die dann auch eben das bisschen, was sie an Sauerstoff brauchen, durch die Haut aufnehmen können. Denn man muss sich das auch so vorstellen, die Lunge, die ist bei Reptilien und Amphibien ein bisschen ähnlich wie unsere, ziemlich ähnlich wie unsere sogar aufgebaut, ist eine einfache Sacklunge. Die kann nur dann Luft aufnehmen, indem da eine gewisse Kontraktion und ein aktives Ein- und Ausatmen stattfindet. Und bei so einem halbgefrorenen Frosch, der wirklich überhaupt keine Muskelaktivität mehr aufweist, kann auch eine Lunge, die ja wirklich diese Leistung vollbringen muss, nicht funktionieren. Das geht nicht, weil der ist wirklich 100% erstarrt. Darum ist es wichtig, dass sie eben Sauerstoff durch Diffusion aufnehmen können. Andere amphibisch lebende Tiere, die jetzt allerdings nichts mit Kröten und Fröschen und auch nicht Molchen zu tun haben, zum Beispiel die Schildkröte, die ist ein besonders interessanter Fall. Weil die hat ja das Problem, dass sie über ihre Haut keinen Sauerstoff aufnehmen kann, weil ihre Haut liegt irgendwo unterm Panzer und bis dahin kommt kein Sauerstoff. Und der Panzer ist auch nicht unbedingt besonders luftdurchlässig und damit muss eine Schildkröte durch ihren Mund über Diffusion, weil auch ihre Lunge nicht funktioniert im erstarrten Zustand, den Mund einfach offen lassen und das bisschen Gasaustausch, was dann eben über den Mund stattfindet, muss ihr reichen für den Stoffwechsel. Da das bei vielen Schildkröten nicht reicht, gibt es Schildkröten, die über ihre Kloake, eine Kloake ist das Feld also ein Feld am rückseitigen Ende des Tiers, das aus Geschlechtsöffnungen und Kot- und Urinöffnung quasi simultan besteht. Also für sämtliche Verdauungs- und Stoffwechselendprodukte gibt es da eine Öffnung und eben zum Zwecke der entweder Eierlegerei, Samenaufnahme, Samenabgabe und so weiter. Das ist also so ein Universal Organ in Anführungszeichen. Ja, und diese Kloake beinhaltet bei Schildkröten zum Beispiel eben auch rezeptorische Zellen, die in der Lage sind, Sauerstoff aufzunehmen und daher eben diese lustige Erkenntnis, die man auch in vielen, vielen witzigen Internet-Shows und auch Fernsehshows und sonst wie in diversen Quiz-Shows immer mal wieder findet, Schildkröten atmen durch den Hintern. Ja, das geht tatsächlich. So, aber jetzt muss ich nochmal auf den Sonnenuntergang, das geht jetzt echt nicht anders. Der ist so toll gerade. Boah, schaut euch das an. Sensationeller Sonnenuntergang. Ich habe jetzt keine Zeit, die Kamera toll einzustellen, aber das ist einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Das ist ja wirklich sensationell. Thank you.
So, jetzt müsst ihr halt mit dem ziemlich dunklen Dent klarkommen, weil ich habe wohl einen tollen Modus auf der Kamera, der schöne Sonnenuntergänge macht, Bilder folgen. Beim Film funktioniert es leider nicht. Da ist man auf. Oh, das sieht sensationell aus. Also mit bloßem Auge. Es dürfte wirklich einer der Top 3 Sonnenuntergänge meines bisherigen Lebens sein, was es hier heute zu sehen gibt. Das ist sensationell. Es ist auch kein Mensch mehr hier oben. Bisher war hier wahnsinnig viel Verkehr. Jetzt, wo wirklich das Schauspiel losgegangen ist, wo es so richtig intensiv wurde, kein Schwein mehr da. Alle weg. Ne? Wenn es dunkel wird, es wird dunkel, wir müssen schnell zum Auto und nach Hause fahren. Gerade dann ist doch spannend. Herrlich, herrlich. Und auch Nacht im Schnee, durchaus was Schönes. Naja gut, also mich sieht man nicht mehr, ist auch nicht so wichtig, wie gesagt. Ich habe Spaß. Gut, zu den Tieren zurück. Winter, Starre haben wir soweit durchgesprochen. Wann ist die beendet? Nur wenn das Tier wieder auftaut. Ist Winterstarre ein toller Vorteil? Nicht wirklich. Haben wir doch nicht ganz besprochen, weil eine große Frage bleibt noch. Was tut denn das Tier, um nicht zu sterben, wenn es gefriert? Weil wenn es gefriert, in so einem Tier ist Wasser. Wasser dehnt sich aus, Zellen platzen, wäre ein Problem. Ja? Und das ist ganz ähnlich wie bei Bäumen und Pflanzen, was die tun, damit eben das Wasser, was man in ihnen ja auch gefrieren könnte, nicht sich ausdehnt und ihre Zellen platzen. Nur andersrum. Während Pflanzen unter anderem in der Lage sind, ihr Wasser und ihre Antigefrierstoffe, nenne ich es jetzt mal, unter anderem im Zellkern, also in der Vakuole, im Zellinneren einzulagern, machen das Tiere anders, weil die haben keine Vakuole, grundsätzlich nicht. Die haben bloß die Möglichkeit, eben in ihrer Zellmembran, und sie haben auch keine Zellwand, das kommt noch erschwerend dazu, aber sie können in der Zellmembran auch Stoffe einlagern, die die Gefriertemperatur deutlich runtersenken, zum Beispiel eben auch wieder Glycerin und ähnliche Stoffe, die so ein bisschen auf Glycerin basieren. Und wenn man davon genug in die Zellmembran einlagert, dann saugt die Zellmembran fast alles Wasser der Zelle auf. Und da es in der Zellmembran nicht gefrieren kann, weil da gleichzeitig Antigefriersubstanzen drin sind, wird das Tier zwar unglaublich langsam und der Stoffwechsel erlischt, aber es findet keine Eisbildung, also wirkliche Eiskristallbildung im Tierinneren statt. Das kann, je nachdem, wer das macht, so weit gehen, dass wirklich super niedrige Temperaturen, bei denen Wasser schon längst gefrieren sollte, erreicht werden können, auch im Tier, aber trotzdem kein Gefrierprozess stattfindet, eben weil diese Antigefriersubstanzen eingelagert sind. Soll an dieser Stelle reichen. Gut, und da mir echt kalt wird und ich gleich im Dunkeln stehe, beziehungsweise... ich guck mal in die andere. Ihr habt's gesehen, ne? Ihr habt's gesehen. Aus der Richtung seht ihr mich noch ein bisschen besser, weil ich noch das Restlicht mitnehmen kann und ich kann in die Ferne schauen. Winterruhe. Winterruhe ist was vor allen Dingen bei größeren Tieren entsprechend auftritt, wie zum Beispiel hier meiner Frau. Und funktioniert. Im ersten Moment denkt man zum Beispiel, so ein Bär würde Winterschlaf halten. Ja, Winterschlaf hält der Bär aber nicht. Der Bär hält ganz klassisch Winterruhe. Und auch das Eichhörnchen, bei der denkt man auch immer, das würde Winterschlaf machen. Also habe ich jedenfalls schon häufiger gehört, tut es nicht. Es macht Winterruhe. Das ist im Übrigen soweit eine Besonderheit, weil das Eichhörnchen eigentlich ein kleines Tier ist und eigentlich von der Größe her in die Kategorie der Tiere, die eben Winterschlaf halten, reinpassen würde. Aber nö, es macht Winterruhe. Eichhörnchen ist jetzt auch unser primäres Beispiel, um Winterruhe zu beschreiben. Beim Bär allerdings kann das sogar so interessant sein, dass er sich zwar ausruht in seiner Höhle und sein Stoffwechsel auch ein bisschen zurückgeht beim Schlafen, auch seine Körpertemperatur etwas sinkt und der etwas Energie spart, aber das ist alles nur etwas. Also es kann von einem massiven Rückgang der Körpertemperatur auf eine Körpertemperatur, die viel zu gering ist, um noch irgendwas tun zu können, kann beim Bär keine Rede sein. Der
er wacht auch zwischendurch aktiv auf, ist in der Lage, zwischendurch aufs Klo zu gehen. Das ist übrigens auch wichtig bei Winterschläfern. Winterschläfer gehen den ganzen Winter nicht aufs Klo. Ne? Und der Bär kann das dann eben entsprechend schon und tut das dann auch hin und wieder mal zwischendurch, wenn auch in einer deutlich reduzierten Frequenz, weil er ja nichts Frisches frisst und nur von seinen zusätzlichen aufgenommenen Stoffen entsprechend lebt. Er trinkt auch nicht wirklich was. Er kann mal hier und da vielleicht ein bisschen am Schnee lecken, möglicherweise. Das wissen wir alles gar nicht so genau, was bei höhlenlebenden Tieren im Winter, wenn die wirklich unbeobachtet sind und nicht irgendwie unter speziellen Bedingungen gehalten werden, so alles passieren kann. Ja, das ist jetzt die blaue Stunde. Alles total blaues Licht. Man sieht es jetzt auch gerade in der Kamera. Kameras nehmen das dann auch als sehr blaues Licht wahr. Wäre jetzt natürlich... Ich will da noch was erzählen und ich will nicht einfrieren. Ich will aber auch fotografieren. Ich bin gerade ein wenig hin und her gerissen. Ihr merkt es vielleicht. Also im Winterruhe, um das jetzt wirklich ein bisschen abzukürzen und auf den Punkt zu bringen, ist schon ein Schlaf und es wird auch dabei viel geschlafen, aber es ist normaler Schlaf. Es ist Schlaf mit Hirnaktivität, es ist Schlaf, bei dem normale Atmung stattfindet, normaler Herzschlag, ein bisschen reduziert, halt sehr tiefenentspannt, aber mehr auch nicht. Und Winterruhe ist dadurch gekennzeichnet, dass sie halt eben immer mal wieder von 100%ig Wachphasen unterbrochen ist. Was in diesen Wachphasen passiert, ist je nach Tierart unterschiedlich. Der Eisbär, Eisbärin bekommt ihre Jungen während der Winterruhe, säugt die und bricht dann quasi im Frühling mit zwei Mini-Teddys, weißen Teddys, aus der Eisschneehöhle aus und plötzlich sind die Teddys auf dem Eis unterwegs und so weiter. Also das ist immer sehr spektakulär und schön anzusehen, wurde schon in vielen Tierdokus entsprechend gezeigt. Das Eichhörnchen schläft auch die meiste Zeit im Kobel. Der Kobel ist ja so eine schöne Ast, Laub, sonstiges Material, was das Eichhörnchen findet. Runde Höhle, in der Mitte schön flauschig und da rollt es sich zusammen und liegt es da drin und schläft und wacht aber, wie gesagt, immer wieder mal zwischendurch auf, um rauszugehen und was zu fressen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Jedes Kind weiß ja, dass Eichhörnchen Vorräte anlegen. Stimmt auch. Aber tun sie übrigens nur dann, und das weiß jetzt nicht mehr jedes Kind, wenn es auch notwendig ist. Wenn das Eichhörnchen nämlich in der luxuriösen Situation ist, beispielsweise im Fichtenwald zu wohnen oder im Tannenwald oder im Kiefernwald oder sonstiger Nadelwald, fast alle heimischen Nadelbäume, die wir so haben, haben den Winter über Zapfen obendrauf. Ja, und dann muss das Eichhörnchen im Grunde bloß in die Kronen von den Nadelbäumen kraxeln, schnappt sich da einen Zapfen, holt sich da die entsprechenden Samen raus, wie sie es haben will, wie es er oder sie es haben möchte, das Eichhörnchen, ne? Und kann sich da satt fressen. Ist also gar nicht notwendig, im Herbst großartig Nüsschen, Bucheckern, Eicheln, Maroni, die halten eh nicht lange, und so weiter zu verstecken. Maroni verstecken sie jetzt halt auch im Regelfall eigentlich nicht nennenswert. Und so kommt man dann auch ganz gut zurecht. Außerdem kann man bei der Gelegenheit, wenn man ohnehin schon draußen unterwegs ist, noch schnell aufs Klo gehen. Es kann aber eben auch ein Nachteil sein, dieses Verhalten, was man gerade beim roten Eichhörnchen versus das graue Eichhörnchen beobachten kann. Das graue Eichhörnchen hält nämlich überhaupt keine Winterruhe und ist den ganzen Winter über aktiv, ist wohl ein bisschen besser gepolstert, also so vom Fell her, und daher in der Lage, das durchzuziehen. Und das führt halt eben nun mal dazu, dass es dann deutlich besser genährt ins Frühjahr geht, sofern der Winter nicht allzu kalt gewesen ist. Lediglich bei sehr kalten Wintern hätte die Überwinterungsstrategie von roten Eichhörnchen einen Vorteil, weil es dann die kalten Phasen viel besser übersteht und mit den Vorräten trotzdem noch an Nahrung kommt und gleichzeitig eben sich selbst sicher im Kobel warm hält. Da hätte das graue Eichhörnchen größere Schwierigkeiten mit und würde da nicht so gut klarkommen. Das Dumme ist halt nur, dass solche Winter sehr selten geworden sind. Das ist immer interessant, wenn man das dann erzählt, wenn einem alles einfriert. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem so. Und darunter leidet dann natürlich auch entsprechendes Eichhörnchen. Ne? So, jetzt muss ich mal auf meinem Zettel lesen, solange ich noch lesen kann, was ich mit dem Thema Winterruhe noch aufgeschrieben habe. Relativ wenig, weil
Ja, das ist es im Grunde. Winterruhe ist noch der physiologisch gesehen einfachste Prozess. Und auch die Schlafphasen, was ist das? Ja, das ist einfach Schlaf. Und dazu gibt es nicht viel zu sagen. Schlaf kennen wir, haben wir schon mal gemacht. Ne? Dann hoffe ich, ich konnte euch jetzt auch mit der schönen Aussicht und den paar Impressionen vom mindestens zweit- bis drittschönsten Sonnenuntergang, den ich bisher so erlebt habe, noch was Gutes tun. Und ihr habt auch noch ein bisschen was über Winterstarre und Winterruhe gelernt. Und ansonsten dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Freue mich auf nachher ein heißes Getränk und bis morgen.